Huh. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert, wie er funktionieren sollte, glaube ich. Ah, okay. Ho, 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 ho. Ja, nice! Ja, nice! Haben wir uns ja richtig weit teleportiert. Krasse Sache. Hat sich das Ganze ja richtig gelohnt. Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Fighter. Ach ja, ich liebe dieses Intro. Und ja, wir machen mal weiter an unserem Haus. Beziehungsweise muss ich mal jetzt schauen, damit ich mich wieder erinnere, was ich denn alles machen wollte. Auf jeden Fall erstmal im Bett schlafen gehen, das ich mir ja im Livestream mal kurz abgebaut habe, denn also es war wirklich schlecht platziert und ich musste es kurz mal in mein Haus nehmen, deswegen ja. Oh! Ein Enchanting Table gibt es jetzt auch. Das schaue ich mir gleich mal an. Wurde der gesponsert? Benutzen erlaubt. Abbauen verboten. Alles klar. Na gut. Abbauen werde ich es dann nicht. Ich habe mal eine kleine Idee. Vielleicht gehe ich mal kurz da rein. Und schaue, ob ich die erste Kiste gelootet bekomme. Oh, was ist das denn? Grünes Wasser. Ja, ja, und? War hier schon jemand drin? Hier war schon jemand drin. Gut, dann gehen wir eben in die zweite Ebene. Die schaffe ich, glaube ich, auch noch. Aber davor esse ich lieber nochmal was. Hallo? Hier ist niemand. Okay. War auch schon jemand. War da etwa überall schon jemand? Ja, die ganzen Spawner sind schon abgebaut. Lawn. Was soll das denn sein? Ja, hier war anscheinend schon jemand. Hm. Ist ja mal nicht so cool. Schauen wir mal nach ganz oben. Ja, okay. Gut, dann gehen wir hier wieder raus, aber ich nehme mir die Fackeln mit. Dann brauche ich mir nämlich nicht selber welche machen. So, die nehmen wir auch noch mit. Moins. So, und da sind wir auch schon unten. Oh, was war das denn für ein spooky Sound? Oh, wir sind noch nicht unten. Eins geht noch. Eins geht noch tiefer. Alles klar. So, wer ist denn hier gestorben? CK hit the ground too hard. Dann ist er wohl hier runtergesprungen, wo er ganz oben war und die Kiste sich gelootet hat. Ja. Könnte ich eigentlich mal auch machen. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Ich schaff mal, das ganze Zeug hier in die Kiste. Der Madin ist gerade mal hochgejoint. Welches Team ist er denn? Oh, der hat noch seine 0 Tode. Ja, eigentlich habe ich ja auch 0 Tode. Wenn nicht sogar nur einen. Auf diesen Spielstand jetzt, sagen wir mal. Ja. Da ist auch schon wieder runter. Hm. Wer weiß, was er im Schild führt. Dann mache ich das nämlich auch. Ich gehe dort oben auf diese tolle Insel. Guck, was dort oben ist. Vielleicht habe ich dort eine tolle Kiste oder so. Und dann, tja. Ich meine, Holz habe ich genug. Das kann ich immer verwenden. Da brauche ich jetzt nicht... Ja, muss jetzt nicht schade sein. Was ist eigentlich Lawn? Hm. Da gibt es auch nochmal ein Portal. Okay, scheint ziemlich oft zu sein hier. Was haben wir denn hier drin? Was ist denn das hier? Eigenartig. Okay. Oh, da sind schon die Endermen am Teleportieren wieder. Alles klar. Jetzt sind wir direkt drunter. Da ist ein Schokobo. Den müsste ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Und ich muss mir auch mal ganz kurz, Leute, die Zeit stoppen, denn wir wollen ja nicht überziehen. Tja, so sollte das passen. Für die Leute, die hier Holz haben wollen, mache ich das mal unten ran. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Erlaubt. Erlaubt. Nee. Erlaubt. Sagt man doch so, oder? Ja, sagt man so. Ich war gerade irritiert ein bisschen von dem Wort erlaubt. Das schaffe aber auch nur ich.
So. Schaffen wir das bis oben? Sollten wir eigentlich. Hört sich... Ah, Lorne hört sich an wie irgendwas Buschiges. Oh. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Gleich mal daneben gedrückt. Da haben wir auch mal direkt einen guten Ausblick hier. Oh, da hinten war doch was. Wenn ich mich so drehe, dann sehe ich es noch. Aha. Oh, und da hinten ist, war auch noch was Cooles. So. Hm. Hätte ich vielleicht eine Schaufel mitbringen sollen. Tja, dann müssen wir uns jetzt wohl den ganzen Weg nach oben graben, wie es aussieht. Ich hoffe, da ist nicht irgendwas zu sehr, was mich jetzt zu sehr aufhalten würde. Aber ich denke mal, das geht noch so. Essen geht auch langsam zur Neige. Oje, oje. Jetzt, alles klar. Gut, wir sind draußen. Oh. Sieht aber schön hier aus. Was sind das? Oh. Hört sich an wie... Das ist ja Slime, okay. Slimebäume, wo gibt's denn sowas? Hm. Wir die jetzt wirklich brauchen? Ist jetzt die Frage. Ja, gibt's hier nicht mehr, oder wie? War's das schon? Hier gibt's so einen coolen Schleim. Aber wozu braucht man den? Hm. Ich glaube, ich buddel mal hier unten einfach ein Loch rein. Oder wir machen es leichter. Ich mach's in die Richtung. Dann geht's schneller. Dann haben wir hier nämlich einen Wasserfluss. Dann sterbe ich nämlich auch nicht. So, komm. Händchen, das schaffst du. Da hat wieder jemand versucht zu joinen. Aber direkt das Game geleftet. Ist auch mal cool. Ah, jetzt. Alles klar, jetzt kriegen wir da unseren Wasserstrahl. Oder Wasserstrom, was auch immer. Kann ich wieder runter, ohne zu sterben. So muss das. Dauert aber ein bisschen. Gucke ich nochmal schnell, ob es hier oben nicht doch noch irgendetwas gibt. Oh, da ist noch eine Insel. Okay, es scheint aber nicht... Wenn ich mich so drehe, dann sehe ich das irgendwie nicht. Durch den Nebel, wenn ich das weiter nach links drehe, habe ich da irgendwie eine bessere Sicht drauf. Da unten scheint nichts zu sein. Ja gut, dann würde ich sagen, gucke ich nochmal schnell, wie man sich diesen Saddle baut, diesen Sattel für den Chocobo. Chocobo Saddle. Dafür brauche ich eine Feder, Leder... Und Faden, alles klar. Gut, dann machen wir das doch so. Warum gehen die Leute eigentlich alle mal hoch und dann wieder runter? Oh! Hoho, knappe Sache. Einem Herzchen haben wir es noch überlebt. Na gut. So. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Dann hat das alles herzlich wenig gebracht. Ja, super. Super, super. Wem gehört denn das Haus hier? Gehört das schon jemandem? Niemaxilian. Okay. Alles klar. Der wohnt jetzt hier. Hat er sich schöne Büsche vor sein Haus gemacht. Dann gehe ich mal in mein Haus und guck, was sich da alles noch so getan hat. So, alles hier rein. Das nehme ich mit. Was zum Mampfen. Gesal sollte ich vielleicht auch noch mitnehmen. Aber ich schaue erstmal, ob ich überhaupt Leder habe. Und die Fäden habe ich auf jeden Fall. Dann bräuchte ich noch Leder. Hm. Sieht schlecht aus. Nee, kein Leder. Darf ich mal? Danke. Gut, dann schauen wir uns mal nach einer Kuh um. Ich habe noch eine bessere Idee. Da ich mich eigentlich sowieso gerade umbringen wollte, in Anführungszeichen umbringen, gehe ich mal dort hinten hoch und versuche mal das Dungeon dort ein bisschen zu looten, aber ich glaube, ich schaff's nicht bis oben.
Aber vielleicht unten die erste Kiste kann ich mir dennoch nehmen. Und dann gucke ich mal, ob ich Glück habe und da irgendwas drin ist. Kommen wir da überhaupt rein, bevor hier die Monster alle spawnen? Alles klar, da haben wir das Leder. Gut. Dann brauche ich jetzt nur noch das... Eine Schokobo-Feder. So rum. Das war jetzt mal praktisch. Momentchen mal. Da bin ich jetzt aber ein bisschen... neugierig geworden. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, in die zweite Ebene schaffe ich es noch. Ohne, dass ich jetzt drauf gehe. Oh, das war keine Ausbeute. Okay, die dritte Ebene. Schaffe ich noch. Oh. Okay, die vierte Ebene schaffen wir auch noch. Warum spawnt hier nichts? Alles klar, Iron Boots. Nice. Und irgend sowas komisches. Ey, hier spawnt nichts. Was ist hier los? Ja, dann gehe ich halt bis ganz oben, würde ich sagen. Irgendeine Essenz habe ich gefunden. Ich habe gehört, die sollen gut sein. Aber was ich damit anfangen kann, keine Ahnung. Oh, das geht ja mal richtig ab hier. Oh, jetzt kommt was. Jetzt spawnt, glaube ich, was. Oh ja. Ich glaube, ich muss jetzt auch gleich rausgehen. Ja. Wobei, die Ebene schaffe ich doch noch. Die eine Spinne, die macht mich jetzt nicht fertig. Oh, oh. Jetzt spawnen die Viecher, oder wie? Jetzt spawnen sie. Ach, du Heilige. Hier ist nicht mal ein Endgegner oben. Geile Sache, Mann. Was haben wir hier für Zeugs drin? Ach, du Scheiße. Nein! Ach, du Heilige. Okay, da muss ich jetzt schnell nochmal hin. Da wollte der Spoony wieder zu viel. Ah, das kann doch nicht sein, Spoony. Nee, nee, nee. Aber den Bogen, den will ich unbedingt haben. Ich will auch mal so cooles Zeugs haben. Da muss ich jetzt unbedingt hin. Nicht, dass mein Zeug noch verschwindet. Schnell noch hochgerannt und alles eingesammelt. Oh je. Ich sehe schon, komm, ich sterbe wieder und wieder und wieder. Und dann überhole ich irgendwann noch den Nymaxilian mit seinen Toden. Der Enderman, der ging aber auch ganz schön ab dort. Oh, hier ist schon was runtergefallen. Oh. Der Sound war aber hübsch. Leder haben wir. Und hier liegt auch noch ein bisschen Brot. Ich habe eine Idee. Und zwar mache ich das so hier. Ich stelle das ein bisschen weiter weg. Das Zeug, was ich schon gesichert habe, mache ich dort unten hin. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, nicht hingucken. Spannend. Oh. Ich bin mich gerade ganz am Konzentrieren hier. Oh je. Der Puls steigt. Der Puls steigt, wir kommen höher. Wir sind, glaube ich, gleich ganz... Wir sind oben. Ja, hier liegt noch mein Zeug. Alles klar. Her damit, her damit. Oh, ich habe was ganz Cooles bekommen. Das sah auf jeden Fall cool aus. Alles mitnehmen. Und das hier weg. Ich glaube, da stand sogar in den Regeln drin, dass wir das wegmachen sollen. Gibt es hier irgendwo was, wo ich hier runterspringen könnte vielleicht? Also so würde es gehen. Na, ist es jetzt gleich ganz unten? Immer noch nicht. Ich habe nämlich keine Lust, da nochmal durchzulaufen. Also was haben wir denn bekommen? Magic Essence, wow. Ich glaube, da muss ich mir dann irgendwann nochmal irgendwas machen. So ein Kistenlager oder so. Mal schauen. Aber. Ich habe noch Zeit. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ein bisschen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Das kommt auf jeden Fall alles hier in die Kiste rein.
Und ich glaube, die Kiste baue ich mir auch nochmal schnell ab. Keine Ahnung, warum die Spawner nicht spawnen. Vielleicht, weil es Tag ist oder so und das da nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt habe ich gerade gesehen, dass der Typ auf dem Server... Warum leften die eigentlich alle? Wollen die nicht mit mir spielen hier? Gut, dann lege ich das alles wieder rein hier. Okay, das Schwert sollte ich vielleicht... Ender Giant Sword, wow. Cool, hört sich cool an. Ender Giant Sword, wow. Was war das denn? Egal, auf geht's. Nächster Turm. Schaffen wir auch noch. Oh, nee, hier spawnen sie. Okay, gut, dann gehen wir da nicht rein. Gut, dann baue ich mir jetzt noch... baue ich mir jetzt noch schnell den Saddle. Nehmen das alles hier mit. Erstmal das Wichtige. So. Ah, das sieht wichtig aus. Das sieht wichtig aus. Dann gehen wir einfach nochmal ein zweites Mal hier hin. Und holen uns dann den Rest ab. Ah, ein Magic Mirror habe ich auch. Ja, nice. Den kann ich, glaube ich, sogar zum Teleportieren nehmen. Den benutze ich gleich mal. Hier habe ich jetzt ein Teleporter-Ding hingebaut. Müsste eigentlich. Dicta LP ist wieder oben. Vielleicht hat er sein Intro verkackt oder so. Wer weiß. Oder einfach nur Verbindungsprobleme. Keine Ahnung. Na, was geht? Ich glaube, dann nehme ich noch gleich einen zweiten Part auf. Weil das ist gerade ziemlich greu hier. So. Alles in die Kiste rein. Mein ganzes Zeugs hier. So. Dann probiere ich doch gleich mal den Spiegel aus. Ha. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert, wie er funktionieren sollte, glaube ich. Ah, okay. Ho, 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 ho. Ja, nice! Ja, nice! Haben wir uns ja richtig weit teleportiert. Krasse Sache. Hat sich das Ganze ja richtig gelohnt. Gut, dann hole ich jetzt nochmal schnell das andere Zeug. Das sollte ich doch noch schaffen in diesem Part. Ah, nee. Und dann... Ja, dann würde ich einfach sagen, beende ich dann noch den Part. So, 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 so. Er ist schon 17 Mal gestorben. Ja, da bin ich ja noch gut im Rennen. So. Und das auch noch. Alles klar. Dann machen wir, dann mache ich einfach im nächsten Part den Schokobo-Sattel fertig. Beziehungsweise den könnte ich vielleicht jetzt sogar noch schnell schaffen. Ist ja dann nicht so schlimm. Was ist das hier für eine Blume? Die nehme ich mit. Hexica Essenz. Ja, hat sich ja mal gelohnt. Ich glaube, da mache ich dann auch noch später Kisten in dem, im nächsten Part, damit ich das besser sortieren kann. Ja. Dann einfach mal gucken, wie, was sich da alles noch so ergibt. Und dann sage ich jetzt schon mal, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann schaut einfach mal beim nächsten Mal wieder vorbei. Bei dem Fighter-Projekt. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann einfach das Video liken. Und viel Spaß noch. Reingehauen.